Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Back dich glücklich. Ich bin der Tobias und in diesem Video zeige ich euch einen richtig leckeren Zwetschgenkuchen. Und was wir dafür alles brauchen, das zeige ich euch jetzt. Für unseren Zwetschgenkuchen brauchen wir einmal einen Mürbteig. Der besteht aus Mehl, Eier, Butter, Zucker, selbstgemachten Vanillezucker und eine Prise Salz. Natürlich brauchen wir dann auch noch Zwetschgen, die bestreuen wir mit Zimt und Zucker. Und für den Guss brauchen wir Schmand, Sahne, Eier und Zucker. Für unseren Mürbteig nehmen wir als erstes unsere Butter, machen die in die Schüssel rein und vermengen das kurz mit dem Zucker, der Prise Salz und dem selbstgemachten Vanillezucker. Dann geben wir unser Ei dazu. Und zum Schluss noch das Mehl. Wenn der Mürbteig fertig geknetet ist, decken wir ihn ab und stellen ihn für mindestens eine halbe Stunde in den Kühlschrank. Nachdem der Mürbteig eine halbe Stunde im Kühlschrank war, habe ich den ausgerollt und geigelt. Als nächstes nehmen wir jetzt unsere Zwetschgen und legen die aufs Blech drauf. Wenn wir die Pflaumen jetzt aufs Blech gelegt haben, nehmen wir noch unseren Zimtzucker und bestreuen sie leicht damit. Als nächstes rühren wir dann noch unseren Guss an. Dazu nehmen wir unseren Schmand und unsere Sahne. Unsere Eier und den Zucker. Verrühren das zu einer schönen, homogenen, glatten Masse. Und gießen das dann schön über unsere Pflaumen drüber. Schön gleichmäßig. Danach kommt dann unser Zwetschgenkuchen für ca. eine Dreiviertelstunde bei 175 Grad in den Backofen. Der Kuchen war jetzt für ca. 50 Minuten im Backofen und ist jetzt komplett ausgekühlt. Natürlich wollen wir den Kuchen jetzt auch anschneiden. Jetzt wollen wir den Kuchen natürlich auch noch probieren. Seht, das ist mega saftig und locker. Der Zimtgeschmack kommt richtig gut durch. Die Pflaumen sind
total schön saftig und die Säure von dem Schmand, die harmoniert auch herrlich mit der Süße von den Zwetschgen. Also macht ihn ruhig nach. Ihr seht, der geht super schnell und super einfach. Das war's dann auch schon für heute. Ich hoffe mal, das Video hat euch gefallen. Dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Natürlich auch über ein Abo. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt mir einfach in die Kommentarliste rein. Und bis dahin, backt euch glücklich. Ciao, euer Tobias.